Anschließend an diesem Lauf die Siegerin der Frauen im 100 Meter Brustfinale. Hierfür bitte bereitzuhalten Paulina Böger, Anastasia Ismeni und Julia Tietze. So, über die 100 Meter Rückenwinde sieht sich auf jeden Fall neu vergeben. Philipp Wolf, der Sieger des letzten Jahres, dieses Jahr nicht dabei. Auf der Bahn Mai, Nikolaus Heltner, der dritte des letzten Jahres. Und 9. der deutschen Weltmeisterschaften der Jugendlichen im Alter von 19 und 20. Es gewinnt auf der Bahn 2 Yannick Burschardt in einer Zeit von 58,38.